2, 1, go. Matthias, viel Erfolg. Was treibt einen an, sich das anzutun? Warum die Treppe? Warum Stufe um Stufe? Warum immer im Kreis? Bis ganz nach oben, bis zur völligen Erschöpfung. Für die einen ist das hier purer Spaß. Ich komme vom Land, da gibt es nicht so hohe Häuser. Für andere ist es ernst. Also spätestens ab der dritten, vierten Ebene quasi dann Vollgas. Und für Linda Edner ist es ein Versuch wert. Ins kalte Wasser, freizeitmäßig Läufer, aber es geht einfach darum, oben anzukommen. Ihr Ziel sind 10 Minuten für 41 Etagen. Der Posttower ist bei Treppenläufern beliebt. 162 Meter hoch, 828 Stufen. Und Tageslicht im Treppenhaus. Am Start sind Postmitarbeiter, Polizisten, sogar Feuerwehrleute mit Atemschutz. Man ist unbeweglicher und ist viel schwerer. Also man hat noch mal um die 26 Kilo extra Gewicht dabei. Görge Heimann geht es um wichtige Wertungspunkte. Der Lehrer aus Köln ist die aktuelle Nummer 3 der Treppenlauf-Weltrangliste. Und ist immer schön, wenn man auf ein Gebäude kommt, wo man sonst nicht drauf kommt. Also wo nicht jeder drauf kann. Hier dem Posttower, der darf selbst die Postmitarbeiter normalerweise nicht hoch. Und den Blick kann man nur heute genießen, wenn man selber gelaufen ist. Die meisten Treppenläufer gehen es schwungvoll an. Doch spätestens bei der Hälfte zeigt sich, wer seine Kraft gut einteilen kann. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können die ersten Etagen sehr gut sehen, wenn die Läuferinnen und Läufer hochlaufen. Und einige, das sagen wir auch immer, machen dann am Anfang den Fehler, dass sie zu schnell reingehen und dann bei Etage 10 schon merken, oh mein Gott, meine Beine werden schwer, schaffe ich das? Auf den letzten Metern kämpfen sie alle, bevor sie auf der Außenterrasse ankommen. Auch Linda Edner geht bei ihrem Premierelauf fast die Puste weg. Man hat irgendwann keine Luft mehr, ne? Es ist einfach die Luft, die fehlt. Das kann man dann auch durch Muskeltraining vorher nicht fett machen. Das Ergebnis feiert sie mit ihrer Familie. 10 Minuten, 18, ganz wie geplant. Wie geht's jetzt runter, zu Fuß oder doch lieber einen Aufzug? Aufzug. Görge Heimann will unter die ersten drei Läufer kommen. Seine Technik ist eine Mischung aus Fuß- und Handarbeit. Ein Stockwerk schafft er so in weniger als 7 Sekunden. Wir versuchen mit dem Aufzug dagegen zu halten und müssen uns mächtig beeilen. Rauf bis in die Vorstandsetage, ein Stockwerk zu Fuß und dann ist es schon soweit. Mit 4 Minuten 28 ist Görge Heimann der schnellste Teilnehmer. Toll. Es ist ein schweres Treppenhaus, weil es 20 Stufen pro Etage sind. Weil es ist sehr licht, man kann überall natürliches Licht drin, Glas, Edelstahlgeländer. Also wenn man laufen möchte, das ist ein Edeltreppenhaus hier. Zur Belohnung gibt's die traumhafte Aussicht über Bonn. Zumindest, wenn man wieder senkrecht stehen kann.